Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Das Wetter meint es gut mit uns. Pünktlich mit den Böllerschüssen hat der Regen aufgehört und ich hoffe, er hält sich auch noch ein wenig daran. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Vertreterinnen und Vertreter unserer Iserlohner Schützenvereine, lieber Oberst, da ist er, hallo Wolfgang, grüß dich. Liebes Schützenkönigspaar und liebe Schützen, Jungschützenkönigpaar, liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Empfang des Bürgermeisters und der Stadt Iserlohn zu Beginn des Schützenfestes des IBSV und freue mich darüber, dass Sie der Einladung hierhin gefolgt sind. Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim diesjährigen Schützenempfang war tatsächlich sehr schlecht einzuschätzen, da, wie Sie alle wissen, parallel das EM-Fußballspiel der deutschen Mannschaft läuft. Es steht im Übrigen noch 0:0. Daher bin ich freudig überrascht, dass trotzdem so viele unserer Einladung gefolgt sind und hier zum Empfang angetreten sind. Begrüßen möchte ich in diesem Jahr auch die Vertreterinnen und Vertreter unserer Partnerstädte aus Almelo, Neretjasa, Horschow und aus Ternopil, mit der Iserlohn eine Städtefreundschaft pflegt. Ein erster offizieller Empfang der Delegationen mit allen vier Bürgermeistern hat heute bereits am Dansturm stattgefunden, bevor gemeinsam mit Paulinchens Böllerschüssen offiziell ins Schützenfest gestartet wurde. Stellvertretend für die Delegationen möchte ich begrüßen den Bürgermeister aus Neretjasa, Dr. Ferenc Kovács. Aus unserer Partnerstadt Almelo den Bürgermeister Richard Korteland. Aus Polen, aus Horschow, aus unserer Partnerstadt den Stadtpräsidenten Herrn Szymon Michalek. Herzlich willkommen. Und auch aus Ternopil, aus der Ukraine, hat es der Bürgermeister geschafft, zu uns zu kommen. Darüber bin ich sehr freudig. Wir haben uns heute das erste Mal persönlich kennengelernt. Begrüßen Sie mit mir den Bürgermeister der Stadt Ternopil, Herrn Seri Nadal. Anlässlich der Partnerschaftsjubiläen Almelo 70 Jahre, Neretjasa 35 Jahre und Horschow 20 Jahre hat es sich angeboten, unsere Gäste einzuladen, wenn das Iserlohner Schützenfest, das größte jährlich stattfindende Volksfest Südwestfalens, gefeiert wird. Und um ehrlich zu sein, wir können damit auch ein klein wenig angeben und das freut mich besonders, dass wir diesen Rahmen für diesen Empfang nutzen können. Ich heiße deshalb unsere Freunde aus den Partnerstädten noch einmal herzlich willkommen hier in unserer Waldstadt. Und an dieser Stelle kann ich mit dem Danke sagen anfangen, denn die Versorgung mit alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken beim heutigen Empfang haben wir traditionell der Krombacher Brauerei zu verdanken. Und mein Dank geht hierfür ganz besonders an die Brauerei und natürlich unseren persönlichen Ansprechpartner Lutz Borgholte. Herzlichen Dank. Danken möchte ich auch Herrn Scigliano vom El Ambiente, dessen Biergarten wir für den Empfang nutzen dürfen. Und natürlich auch Rainer Danne, der uns bei Schlechtwetter-Alternative die Galerie zur Verfügung gestellt hätte. Meine Damen und Herren, vor uns liegt das Wochenende, für das sich die Stadt wieder grün-weiß geschmückt hat. Ein Wochenende, das wie sonst kein anderes ist. Auch viele ehemalige Iserlohner reisen dazu wieder zurück in ihre Heimatstadt, um sich mit alten Freunden und Bekannten zu treffen. In diesem Jahr darf ich erstmals auch die Gäste der Firma Körner Kompanie im Rahmen des Schützenempfangs ganz herzlich begrüßen. Ich heiße den Kompaniechef Fabian Tigges und alle Gäste herzlich willkommen. Sie alle haben einen teilweise langen Weg nach Iserlohn auf sich genommen, um ihre Heimatverbundenheit zu beweisen und an unserem tollen Schützenfest teilzunehmen. Die weiteste Anreise hatten in diesem Jahr Thomas Hudson aus der Schweiz und Hubert Kemper aus Dresden. Herzlich willkommen Ihnen hier wieder zurück in Ihrer Waldstadt.
Den Verantwortlichen der Fermo-Körner-Kompanie spreche ich meinen Dank dafür aus, dass Sie zu den Menschen in der Ferne immer noch den Kontakt aufrechterhalten, Sie mit Informationen versorgen und natürlich auch immer wieder zu unserem Schützenfest einladen. Ich glaube, das ist für uns wichtig, aber auch für die Menschen, die uns immer noch in der Ferne verbunden sind. Das Schützenfest ist ein Volksfest, bei dem abertausende Menschen zusammenkommen, um ausgelassen und friedlich zu feiern. Beim Schützenfest sind wir alle gemeinsam eine Stadt. Alte und junge Iserlohner und Iserlohnerinnen, Schützen und Nichtschützen, Alteingesessene und auch Neubürger feiern gemeinsam auf der Höhe. Geprägt wird das Schützenfest aber auch und vor allem vom unermüdlichen ehrenamtlichen Engagement. Die Leistung, die hier erbracht wird, nötigt mir Jahr für Jahr Respekt ab. Und an dieser Stelle muss man ganz klar sagen, herzlichen Dank, dass Sie diese ehrenamtliche Leistung für uns jedes Jahr aufs Neue erbringen. Und nun wünsche ich uns allen ein vergnügliches Wochenende, viel Spaß beim Schützenfest 2024 des Iserlohner Bürgerschützenvereins. Und diesen Wunsch unterstützen wir gemeinsam mit einem dreifachen kräftigen Horri! Go! Horri! Go! Horri! Go! Jetzt haben wir es kaputt gemacht! Oh, ihr ja, meine Lieben, es ist immer schön, wenn der Bürgermeister heute mir alle Worte wegnimmt. Samt Tori doof. Also das ist unfassbar, Michael. Aber trotz allem, ich freue mich riesig, dass wir es schaffen, halbwegs trocken zu leben heute und dass so viele hierher gefunden haben. Das macht mir Hoffnung auf die nächsten Stunden, die wir oben verleben werden, alle möglichst fröhlich und ausgelassen. Ja, du hast schon alles gesagt, fast, aber auf was ich mich freue, das kann ich euch sagen. Klar, da haben wir heute einen schönen Abend oben auf der Alexanderhöhe. Wir werden auch morgen ein schönes Königsschießen haben, aber sonntags, der Schützenzug, der große, der ist diesmal für uns ganz was Besonderes, weil wir haben alle vier Bürgermeister unserer Partnerstädte eingeladen, mit in der Kutsche zu fahren. Sie dürfen es einmal genießen, durch die gesamte Stadt Iserlohn zu fahren, mit dem Pferdegespann und möglichst vielen Iserlohnern zuzuwinken. Das freut mich ganz, ganz besonders. Und natürlich haben wir auch andere Gäste aus England hier, die Veteranen von den Kasernen, die hier stationiert waren, die kommen ebenfalls mit einer sehr großen Abordnung nach Iserlohn. Ich habe mich schon gefragt, sind es die gleichen, die Jahr für Jahr immer das Bayernzelt kaputt gemacht haben? Aber das werden wir sehen, die sind ja auch älter geworden, also so frisch sind sie auch nicht mehr, nehme ich mal ganz stark an, ich hoffe zumindest. Und natürlich die Feuerwehr feiert ihr Jubiläum und mit, ich glaube, über 120 Personen und 11 Einsatzwagen fahren die ebenfalls mit im Zug. Also das sind alles Dinge, die wir noch nie hatten im Schützenzug am Sonntag. Also es wird ein schönes Erlebnis werden. Ich möchte euch viel, viel Spaß wünschen bei unserem Schützenfest und gute Gespräche und ich hoffe auch persönlich das ein oder andere Gespräch mit den Vertretern der Partnerstädte. Ansonsten kann ich auch nur sagen, Horri! Ja! Horri! Ja! Horri! Ja! Danke. Und ich übergebe an unseren König. Nordkönig. Ja, er hat es verstanden, der Nordkönig. Was bleibt mir noch großartig zu sagen, nachdem der Bürgermeister gesprochen hat, der Oberst gesprochen hat? Mir fehlen einfach die Worte. Nein, das könnt ihr vergessen, mir fehlen nie die Worte. Erstmal möchte ich natürlich alle Kameradinnen und Kameraden, meine Damen und Herren, herzlich begrüßen. Lieber Michael, dir herzlichen Dank für die Einladung heute. So, und jetzt sage ich, gefühlt 80.000 Iserlohner freuen sich aufs Schützenfest. Bis auf zwei Personen. Da hält sich die Freude in Grenzen, weil wir müssen halt morgen unsere Insignien abgeben. Ist der Lauf der Dinge. Ich glaube, wir werden es überleben.
abgeben kann man, man muss loslassen können. Meine Königin hat mir versprochen, ich brauche sie nie wieder loslassen. Das beruhigt mich unwahrscheinlich. Und damit ist meine Rede auch schon fast zu Ende. Ich wünsche euch, uns und Ihnen allen einen wunderschönen Festverlauf bei hoffentlich etwas besserem Wetter. Und das Horredo spare ich mir jetzt, denn der Großteil weiß, welchem Zug ich entstamme. Deshalb grüße ich mit einem dreifach kräftigen, von Herzen kommenden Balken! 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 Yippie-hai-yay! Dankeschön! Ja, lieber Michael, zunächst einmal im Namen aller 12 Iserlohner Schützenvereine herzlichen Dank für die Einladung zum heutigen Bürgermeisterempfang anlässlich des IBSV-Schützenfestes. Ein weiterer Dank, Michael, für dich, für den im letzten Jahr ins Leben gerufene Bürgermeister-Cup, für die Jungschützen unserer angeschlossenen Vereine, der hoffentlich jetzt in diesem Jahr dann heftig mit Leben erfüllt wird und mehrere Teilnehmer hat. Nochmal danke dafür. Und wie das, und, siehst du. Und wie das so ist, wenn die Männer was tun, kriegen die Damen den Dank für deine bezaubernde Gattin Martina, wo ist sie? Im Namen aller Iserlohner Vereine einen schönen Blumenstrauß. Ja, hochverehrtes Königspaar, liebe Rita, lieber Uwe, liebe Schützenschwestern, Schützenbrüder, werte Anwesende, dieser Empfang zu Beginn des IBSV-Schützenfestes des Bürgermeisters dient ja auch, habe ich mir sagen lassen, immer als Dankeschön für die Vereinsvorstände, die hier anwesend sind, für die geleistete, du hast es eben erwähnt, ehrenamtliche Tätigkeit im Laufe eines Schützenjahres. Dazu haben wir Vereine im letzten Jahr mal eine kleine Erhebung durchgeführt und das ergänzt deine vor eben angekündigten Worte, was deutlich macht, was diese leider nur noch 12 Schützenvereine hier im Stadtgebiet Iserlohn in einem Jahr auch leisten. Wie alle hier wissen, pflegen gerade die Schützenvereine Tradition, Brauchtum, bestes Beispiel dafür, das in diesem Jahr stattfindende 100-jährige Jubiläum des BSV Drüttlingen oder auch das Drumherum-Basteln, das waren Wolfgangs Worte, um eine Europameisterschaft, um ein Schützenfest, traditionelles Schützenfest stattfinden zu lassen überhaupt. Viele andere Vereine hätten nämlich das Handtuch geschmissen. Wir 12 Schützenvereine veranstalten jedes Jahr vielfältige Aktivitäten für alle Bürger unserer Stadt in allen Stadtteilen. Dazu gehören auch zum Beispiel unsere Umzüge, die von vielen tausend Besuchern aus dem ganzen Umland besucht werden. Dies waren in 23 geschätzte 70.000 Besucher der Festzüge von Lettmatte bis Wümmern, von Wöblingse bis Gespern, die meisten natürlich hier im Stadtgebiet beim IBSV. Unterstützt werden wir Vorstände dabei von unseren rund 2.200 aktiven Mitgliedern, die auch alle ehrenamtlich tätig sind. Die dabei ebenso ehrenamtlich geplanten, organisierten und durchgeführten unterschiedlichen Veranstaltungen, Biwaks, Zugabende und. Unsere Mitgliedsvereine werden im Jahr von mehr als 40.000 Gästen besucht, was vielleicht keiner so weiß. Ich finde, da können wir gerade hier im gesamten Stadtgebiet Iserlohn stolz drauf sein, zeigt es doch auch den großen Zusammenhalt unserer noch 12 Schützenvereine. Jetzt kommt das Aber. Umso bedauerlicher ist es aber ebenso, und da muss ich jetzt auch mal deutlich werden, dass diesen ehrenamtlichen Bemühungen unserer Aktiven immer wieder auch Steine in den Weg gelegt werden. Bestes Beispiel, die weiterhin vorhandenen Terminüberschneidungen von Veranstaltungen der Stadt mit unseren Festen, die absolut nicht sein müssen.
Wir Schützenvereine hatten dazu nämlich im letzten Jahr extra ein Gesprächsangebot unterbreitet, was dann noch nicht mal angenommen wurde. Unter Zusammenhalt, Zusammenarbeit verstehe ich, verstehen wir auch etwas anderes. So, um das Ganze jetzt nicht ausufern zu lassen, wünsche ich euch, liebe Editha, liebe Uwe, noch wunderschöne Stunden zum Endspurt eures Schützenjahres und unserer Nationalmannschaft gleich einen Sieg gegen Spanien. Horrido! Jetzt noch allen ganz viel Freude hier beim Schützenempfang. Trinkt noch reichlich. Lutz Borg-Gold hat viel mitgebracht und gleich einen gemeinsamen Marsch hoch auf die Höhe. Viel Spaß. Danke.